Bildschirmaufnahme. Dann gucken wir uns jetzt Win Compilation Some More Wins Nummer 3 Bonus an. Ton ist ganz laut. Heißt, es müsste passen. Let's go. Ich hoffe, das sind jetzt gute Wins und keine so Müll-Wins, die ich ins Video geschafft haben. Wow. Oh mein Gott. Meint ihr, das würde wehtun, wenn der Hund größer wäre? Wie kann er denn darauf einen Handstand machen? Okay. Wird das jetzt ein ganzes Herz? Wird es vervollständigt werden? Ja, wird's. Crazy. Da wäre in Deutschland schon wieder die Anzeige raus gewesen, weil so eine Hupe ist nicht zulässig, meine Freunde. Funktioniert nicht. Okay. Wowie. Oh my God. Hold on. Wait. Das sind ja süß, die Hunde. Ready? Danke, Mario, fürs Can Gaming. Can you do it? Nope. Oh my God! Hey, hat die Katze sie einfach gerade nachgemacht, Lul? Oder wollte sie einfach nur strecken? Schaut mal, wie schön Sternenhimmel ist. Das ist nicht so schön. Das ist eine Slackline, oder? Über so einen Canyon. So obviously they're all the same, right? Macht er jetzt Zaubertricks mit irgendwelchen Werbekarten? But I'll show you some. Pick one. Any one you want. Doesn't matter. That's the one you want, are you sure? Thanks. Hat er gut verarscht. So würde die halt auch los. Autschi, die hat er sich bestimmt ein paar Mal gegen Schienbein gehauen, bevor das geklappt hat. Und was ist mit dem Hund? Moment. Ja, wechseln tut der Hund nicht, ne? Das ist aber schon süß, dass der Hund das Geld einsammeln geht fürs Härchen. Auf einem Bosu oder was ist das? Das ist ja gigakrass. Wie schnell der ist. Oder war das schon vorgespult, oder? Big Wolf. Hey. Ich glaube schon. Hello. Hi. Hi. Hä? Yes. Wie? Wieso? Und wie? Er hatte diesen Strohhalm und diese winzig kleine Kugel. Erstmal, ich würde ja nicht mal das Bounce hinbekommen. Und dann hat er das geschafft, diese kleine Mikrokugel in diesen Strohhalm, aus diesem Metallstrohhalm zu. What? Egal, was der Kakadu macht, das ist nicht so beeindruckend. Das ist einfach. War ein Kart, oder? Alexa. Hey, wie nice wäre das gewesen, wenn jetzt auch noch irgendeiner der Bälle, die er da random runtergeworfen hat, in die Kanne geflogen wäre. Das wäre der Double Win gewesen. Hey, Lego, I'm frozen on Spotify.
das versteht. Das war ja so undeutlich. Alexa, du Schlawiner. Musikalisch. Mozart sollte der Hund heißen. Mozart. Ich hoffe, er heißt Mozart. Ja, wollen sie noch Haare haben? Wollen sie keine Haare haben? Ja, nicht so. Ich weiß, dass den Leuten das nicht wehtut, wenn das halt gut gemacht ist, aber das sieht einfach... Es sieht nicht gesund aus. Gehirnfrost. Ganz klarer Gehirnfrost. Hast du nicht ganz verstanden mit dem Frisbee? So ein Ding hatte meine Freundin früher auch. Ich konnte darauf nicht richtig fahren. Das war einfach anstrengend. Nicht richtig hinbekommen. Lol. Wie viele Pylonen? Ja. Liegen trinken kann ich ja nicht mal so. Ja, genau. Mhm. Solche Videos darf man sich halt auch nicht angucken, wenn man sich denkt, ich kann irgendwas und dann kommt da ein Mensch nach dem anderen, der in allem besser ist, was du jemals konntest oder dachtest zu können. Das ist einfach auch nice. Gut. Die Tiere sind süß. Sind schon sehr viele Jonglierer irgendwie heute dabei, oder? Hat er da eine extra Nackenstütze? Ui. Aua. Das sah eher schmerzhaft aus. Was ist mit ihm? Der ist doch im Weltraum. Das muss Weltraum sein. Niemand. Never ever. Das ist ja nicht nur eine Liegestütze. Seht ihr seine Füße? Wo hat er die festgebunden? Nein. Ich will nicht glauben. Nein, ich will das nicht. Genau. Mhm. Ich finde gut, dass er diese Pilotenmütze aufhat und dadurch zumindest so ein bisschen affig und ulkig aussieht. Aber, I don't know. Wie? Mhm. Nein. Natürlich. Mit dem fängst du lieber keinen Streit an. Da sollte jetzt besser keiner unten stehen, ne? Okay.
Stell dir mal vor, er würde das ohne den kleinen Twist da oben machen. Ohne diesen kleinen Dreh nochmal mit dem Becher am Ende. Immer noch schneller. You're such a good boy. You're just a... There's two of them. No. Ey, warte, was? Wieso hat man denn nicht zwei gesehen? Also das ist er nochmal? Diesen, ne, dieses kurze... You're such a good boy, you're just a... There's two of them! No. Süß. Sieht schon ein bisschen älter aus. Wie kann er sich auf einer Leiter halten? Ich habe immer schon bei einer gestützten Leiter Angst, runterzufallen. Ich kann eher auf so einem 3-Meter-Einrad fahren. Hula-hoopen, jonglieren und dann auch noch diese doofe Scheibe da balancieren. Ich kann nichts davon. Alleine. Das kriege ich hin, mich irgendwo aufhängen lassen. Das kriege ich hin. Der sieht gar nichts beim Jonglieren, oder? It's perfect, Lenny. Ein süßer Dogo, der Schnee liebt. Das war brennend. Okay, okay. Also das Video sollte eigentlich heißen, wir jonglieren um die Welt. Also so viel, wie da jongliert wird. Und balanciert. Jonglieren und balancieren. So sollte das Video heißen. Und ein bisschen süße Tiere noch schon drin. Gott, wie kalt und wie arge Rückenschmerzen hat er jetzt. Das sieht, da ist ja Schnee im Hintergrund. Kann der Hund lesen? Yes. Okay. Er erkennt wohl Wörter in Caps oder so. I don't know. Hauptsache es brennt. Das hätten die bei Nacht machen müssen. Dann wäre es tatsächlich cooler gewesen. Aber wie viel Feuer wollen sie? Ja. Der Hund. Wie viele Vögel sind das? Oh, Scheiße. Das erinnert so ein bisschen an so einen, Horrorfilm, oder? Da gab es doch mal irgendeinen, das weiß ich nicht, ja, es war, glaube ich, kein richtiger Horrorfilm, eher so ein Thriller, wo so eine Rabenplage oder so war und da sah der Himmel so ähnlich aus. Gerade überlegt, ob ich einen Lieblingsclip habe, aber ich glaube, ich habe gar keinen Lieblingsclip. Jonglieren und balancieren. So sollte das eigentlich heißen.